Wunderschönen guten Tag. So, ich drehe das Video jetzt zum dritten Mal und ich hoffe, diesmal funktioniert es ohne Pannen. Ich bin jetzt aus Sebnitz zurückgekommen. Ja, yeah, vielleicht einige wissen, die das eine Video geguckt haben, dass ich weg war. Und habe heute mich sogar gleich in einen Raubzug begeben, weil ich noch etwas Geld übrig hatte. Und ja, ich habe nur leider aus Sebnitz eine kleine Lungenentzündung mitgebracht, aber ich war zu überleben. So, ich war heute im DM. DM. So. Und da wohl habe ich mich heute sofort auf die Moonlight LA gestürzt. Aber leider gab es nicht mehr so viel. Es gab nur noch diese Glitzerteile. Für Lidschatten. Und auch nur noch ein Eyeliner und ein Lipgloss, aber die haben mir ja echt nicht zugesagt. Aber es gab zum Glück noch den hier in Schwarz. Die Nagellack 02 Into the Night. Der hat 1,75 € gekostet. Leider gab es auch nicht mehr den Pinsel, den alle so sehr gelobt haben. Fand ich echt schade, aber mal gucken, ob ich den noch in einem anderen Stadtteil von Dresden finden werde. Dafür habe ich mir aber Ersatz bei Wet n Wild so ein Puderpinsel geholt. Also der ist schön weich. Wartet. Der ist schön weich. Aber wie ich auch schon gemerkt habe, verliert der ganz schön schnell seine Haare. Da. Vielleicht seht ihr das. Nee, seht ihr nicht. Ja, gut. Das finde ich ein bisschen schade und ein bisschen doof. Aber für 1,99 € werde ich da jetzt wahrscheinlich nicht ganz so drum weinen. Ja. Wet n Wild Stände gibt es bei unserem DM leider nicht, aber in dem Einkaufszentrum, wo unser DM drin ist, gab es das zum Glück auch. Also im Stand von Wet n Wild Laden. So. Dann habe ich mir von Essence diesen Hertha geholt für die Nägel, weil meine Nägel wirklich ziemlich schnell abbrechen. Und da habe ich mir jetzt einfach davon erhofft, dass meine Nägel nicht mehr so schnell abbrechen. Es sind 9 Milliliter drin und für 1,55 € fand ich das total okay. Und dann habe ich mir aus einer Ramschkiste von Essence diese Ethno Couture 01 Aroshika Box geholt. Mit 3 seidigen Lidschatten für auffällige Farbeffekte. Der hat für mich nur 2,45 € gekostet. Das sieht so aus. Hier. Und ich finde es aber ziemlich sinnlos, dass da ein Applikator drin ist. Weil ich den eh nicht groß gebrauchen werde. Aber, also dafür hätten die echt mehr Lidschatten hier reinmachen können. Die hätten sich 2,45 € für 95 auch mehr gelohnt, die sie ursprünglich gekostet hat. Aber ich werde damit leben können. Ich habe auch bei irgendjemandem, ich glaube bei Kölschen 14, ein Tutorial zu dem hier gefunden. So. Dann habe ich mir, weil in Sebnitz mein Mascara verloren gegangen ist, leider, jedoch einen neuen Essence Mascara geholt. Diesmal diesen Hypno-Gloss, der ist ganz, ganz neu. Finde ich auch richtig schön vom Dings. Der ist eigentlich ganz silber, aber vom Licht strahlt der richtig schön. Jetzt keine bestimmte Nummer, was ich auch für ziemlich sinnlos gefunden hätte. Und der hat 8 Milliliter. Und die Bürste sieht so aus. Der hat 2,75 € gekostet. Also geht es eigentlich vom Preis, weil mein anderer 2,95 € gekostet hatte. Also ich meine, es gibt auch welche, die kosten wirklich viel, viel mehr. Und dafür ist das echt ein guter Preis. Und jetzt habe ich mir von P2 diesen Paradise Dream Eye Pencil geholt in der 060 Charm & Gold. Das sieht so aus. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich glaube es nicht. Es glänzt aber richtig schön. Das ist auch als Grundierung bestimmt, als Base bestimmt auch gut geeignet. Lässt sich auch ein bisschen nach oben machen.
Also das finde ich echt gut, dass der nicht gleich aufgebraucht ist wie andere Sachen. Und der hat halt keine Milliliter-Angabe. Das ist jetzt ein bisschen schade, aber naja. Also der hat 2,95 € gekostet. Dann habe ich mir von P2 einer dieser Universe Shadows geholt, sind ja glaube ich gebacken. In schwarz ist die 020 Magic Moon. Der kostet auch 2,95 €. Dann habe ich mir eine Wimpernzange geholt, weil ich wirklich mal eine brauchte, weil meine, ich habe nicht gerade 100 feine Wimpern, aber ich kann es ja mal versuchen. Und die hat 2,45 € gekostet. Und dann habe ich mir noch von Evelyn diesen Pinsel hier geholt. Lidschattenpinsel Rund. Der kostet 1,55 €. 1,50 €, verdammt. Entschuldigung. So, und weil ich mir auch noch ein Bild ausgedruckt habe, komme ich auf insgesamt 20 € circa. Ja. Ja, 20 € komme ich eigentlich genau, wenn ich dieses Bild noch mit abziehe. Also habe ich diesmal 20 € ausgegeben. Und das ist das erste Mal, dass ich so viel für Schminke auf einmal ausgegeben habe. Aber ich hoffe, das wird sich gelohnt haben. Ich werde auch vielleicht am Ende des Monats nochmal eine Bewertung von den Produkten abgeben. Und ja, dann danke ich euch fürs Sehen. Ich freue mich auf Kommentare. Und freue mich auch, wenn mir einige ihre Erfahrungen zu diesen Produkten, wenn sie selber haben, schildern. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.